In diesem Video zeige ich euch heute, was eigentlich wirklich Zubehör-Essentials aus meiner Sicht sind, die man unbedingt braucht, um zu fotografieren und dann auch noch seine Bilder zu bearbeiten. Ich hatte früher alles. Blitze, verschiedene Filter für alles mögliche, Cages für jede Kamera, die ich hatte. Und zum Glück habe ich mich von ganz vielen von den Sachen getrennt. Von daher bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, damit ihr beim nächsten Mal, wenn ihr fotografieren geht, auch nicht zu viel einpackt. Aber ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und legen los. Kurz für alle, die hier neu auf meinem Kanal sind, ich bin Sven, Freelance-Fotograf und Video-Editor und mache hier auf YouTube Videos rund um das Thema Fotografie und alles, was so ein bisschen dazugehört. Dieses Video ist wie immer nicht gesponsert, trotzdem findet ihr unten in der Videobeschreibung Amazon-Affiliate-Links zu den Produkten, über die wir heute sprechen und die ich sonst auch noch benutze und die Timestamps zu diesem Video. Aber zurück zum Thema. Insgesamt gibt es drei große Bereiche, wo ich sage, das sind auf jeden Fall Kamera-Essentials, die ihr brauchen werdet, wenn ihr fotografieren wollt. Einmal der Bereich Schutz für eure Kamera, der zweite Bereich ist alles, was so ein bisschen das Innenleben von eurer Kamera angeht, damit sie funktioniert. Und das dritte ist so ein bisschen das Thema Nachbearbeitung von Bildern. Wenn wir über den ersten Bereich reden, also den Bereich Schutz, da ist natürlich das Allerwichtigste, dass ihr euch erstmal darum kümmert, dass wenn ihr unterwegs seid, auch überhaupt Schutz habt. Ihr habt ihr vielleicht schon in einem anderen Video gesehen, ich habe hier so ein Camera Cube und der ist innen drin auch gepolstert, das heißt, da ist auch alles drin, was ich benutze und das wäre auch das Erste, was ich euch empfehlen würde. Nehmt irgendwas, ist ganz egal, Rucksack, Sling, so ein Camera Cube oder auch einfach nur eine gepolsterte Tasche, um eure Kamera und vor allem auch euer Objektiv einfach zu beschützen, wenn ihr unterwegs seid. Das ist aus meiner Sicht erstmal das Erste, was man sich holen sollte, wenn man überhaupt mit der Kamera unterwegs ist. Das zweite Thema beim Thema Schutz ist tatsächlich eine Befestigung für eure Kamera. Also sei es jetzt so eine Handschlaufe wie die, die ich benutze, die zeige ich euch natürlich auch gleich nochmal, oder ich sag jetzt mal ein Camera Strap, mit dem ihr dann eure Kamera umbinden könnt. Das solltet ihr auf jeden Fall haben, weil die meisten von euch wollen wahrscheinlich nicht die ganze Zeit die Kamera in der Hand halten, während sie irgendwo rumlaufen, sondern auch mal irgendwo hinlegen oder abstellen, was ich aber manchmal auch nicht ganz ideal finde, gerade wenn es sehr schmutzig ist oder ähnliches oder ganz viele Leute unterwegs sind, möchte ich meistens nicht meine Kamera abstellen. Von daher finde ich es ein absolutes Essential zu sagen, du hast irgendwas, womit du deine Kamera auf jeden Fall an deinem Körper oder an deiner Hand festmachen kannst, falls du gerade mal keine Fotos aufnimmst. Das letzte Thema beim Thema Schutz ist auch eins, was wahrscheinlich die meisten auf dem Schirm haben werden, aber trotzdem finde ich es einfach wichtig zu erwähnen. Und das ist tatsächlich irgendeine Art von Filter für seine Kamera zu benutzen. Also ich bin da auch ganz ehrlich, es ist total egal, was man für einen Filter benutzt. Hauptsache, ihr habt irgendwie eine Schutzschicht vor eurem Objektiv. Auch wenn es ein billiger Amazon Clear-Filter ist, also ich sag mal, der eigentlich gar nichts kann, außer sozusagen eine extra Schicht auf eurer Kamera zu bilden, hilft das ungemein, dass wenn es mal passieren sollte, dass eure Kamera runterfällt und dann auf das Objektiv knallt, nicht das Objektiv an sich kaputt ist, was wahrscheinlich mehrere hundert oder tausend Euro gekostet hat, sondern im besten Fall halt ein Filter, der meinetwegen 20 Euro oder auch ein paar hundert Euro gekostet hat. Kann ich jedem nur empfehlen, packt einfach immer einen Filter auf euer Objektiv, damit das nicht passiert, dass ihr euer Objektiv ersetzen müsst, anstatt einen relativ günstigen Filter. Wenn wir jetzt aber so ein bisschen weg vom Schutz gehen, damit schützt ihr, glaube ich, eure Kamera schon ziemlich gut, kommen wir auf das, was eigentlich dafür sorgt, dass eure Kamera funktioniert. Und da ist natürlich erstmal das Allerwichtigste, einen Akku zu haben. Also bei den meisten Kameras ist es so, der Akku wird mitgeliefert, ich glaube bei fast allen. Trotzdem solltet ihr auch immer einen Ersatzakku mitnehmen. Aus dem Grund, manchmal ist man den ganzen Tag unterwegs und man möchte ja niemals den perfekten Moment verpassen. Und dann wäre es natürlich schade, wenn die Kamera einfach keinen Akku mehr hat und ihr deswegen keine Bilder mehr aufnehmen könnt. Von daher, zweiter Akku immer ganz, ganz wichtig. Das zweite Thema, worum es da geht, wenn es um, ich sag jetzt mal, die Funktionalität eurer Kamera geht, ist das Thema Speicher. Die wenigsten Kameras werden einen internen Speicher haben, wo Bilder und Videos direkt in der Kamera gespeichert werden. Das heißt, ihr braucht sozusagen ein externes Speichermedium, damit ihr überhaupt Bilder und Videos aufnehmen könnt. Das sind in den meisten Fällen SD-Karten. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall, und ich sage nicht nur eine, sondern am besten mehrere SD-Karten, damit ihr auch, sage ich mal, alles speichern könnt, was ihr aufnimmt. Ich persönlich benutze SanDisk-SD-Karten, da würde ich auch nicht zu sehr bei sparen. Also ihr braucht nicht die top, top, top guten SD-Karten meiner Meinung nach, aber ihr solltet auf jeden Fall solide haben, wo ihr wisst, die gehen euch nicht so schnell kaputt, die versagen auch nicht in der Kamera, damit ihr auf jeden Fall alle Bilder und Videos am Ende des Tages auch überhaupt nutzen könnt, ohne dass, wie gesagt, die SD-Karte kaputt geht oder ähnliches. Das letzte Thema beim Thema, was intern bei eurer Kamera funktioniert, das wird, finde ich, gar nicht so oft angesprochen, deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, das hier auch nochmal zu erwähnen, ist es immer so, dass ihr eure Kamera und vor allen Dingen auch euer Objektiv updaten könnt, also Firmware-Updates machen könnt.
Und ich kann jedem nur empfehlen, die Kamera immer zu aktualisieren, damit ihr auch die neuesten Funktionen habt. Viele Leute vergessen das, gerade wenn man sich so eine Kamera als Hobby kauft. Die lassen die dann liegen und benutzen die halt zum Fotografieren, aber das war's dann auch. Aber ich kann euch empfehlen, aktualisiert immer die Firmware. Damit habt ihr manchmal noch mehr Funktionen. Manche Funktionen, wie zum Beispiel der Autofokus, wird sogar verbessert. Von daher bleibt da auf jeden Fall dran, schaut regelmäßig nach, was es so gibt und aktualisiert die Firmware. Nachdem wir jetzt über das Thema Schutz gesprochen haben und über das Thema, was ihr braucht, damit eure Kamera funktioniert, kommen wir jetzt zu dem Teil, was die Nachbereitung der Kamera eigentlich angeht. Und da fange ich immer an, wenn ich irgendwo unterwegs war, wo es nicht ganz sauber war, wo es ein bisschen dreckig oder schmutzig war, damit meine Kamera zu säubern. Und das ist auch der erste Gegenstand oder die ersten Gegenstände, eher gesagt, die ihr meiner Meinung nach als Essentials benötigt. Und zwar irgendwas, um euer Objektiv und eure Kamera zu säubern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt diese Rocket Blower, das heißt, das sind sozusagen Blasebalken, mit denen man dann Schmutz und Staub entfernen kann. Es gibt diese Lens Pens, wo man dann im Endeffekt so eine kleine Bürste hat. Oder auch hier so etwas härteres Ende, womit man dann noch ein bisschen besser Staub und Schmutz wegbekommt. Das Wichtigste ist immer nur zu wissen, dass ihr die Möglichkeit wählen solltet, die am wenigsten stark für eure Linse zum Beispiel ist. Weil ihr möchtet natürlich nicht, dass wenn da Staubkörner drauf sind, ihr dann irgendwie mit einem Tuch darüber geht oder mit so einem harten Ende von so einem Pinsel und das dann dadurch die Linse zerkratzt. Das sollte auf jeden Fall nicht so sein. Deswegen nehmt immer die Möglichkeit, die am wenigsten Kraft sozusagen auf das Objektiv oder auch auf euren Filter auswirkt. Das zweite Thema in diesem Bereich ist das, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe. Ihr seid wahrscheinlich auf ein externes Speichermedium wie eine SD-Karte angewiesen. Und ich bin immer ein ganz großer Fan davon, einen externen SD-Kartenreader zu haben. Mein Laptop hat jetzt kein intern, das heißt, ich kann da nicht einfach eine Karte reinstecken und der liest die. Deswegen brauche ich einen externen, aber selbst bei einem Laptop mit SD-Karten-Reader an der Seite würde ich euch immer empfehlen, dass ihr trotzdem mal einen externen mitnehmt, falls der mal kaputt geht. Das Wichtigste ist, dass ihr darauf achtet, also es muss auch kein teurer sein, also das hier ist glaube ich auch einer von Amazon, den ich mal geholt habe, das ist jetzt nichts Teures gewesen. Das Wichtigste, worauf ihr beachten müsst, ist, dass der SD-Kartenreader erstens die Karten lesen kann, die ihr braucht, das heißt zum Beispiel SD oder MicroSD, und dass er auch die Geschwindigkeiten überhaupt auslesen kann, die eure SD-Karte kann. Das heißt, achtet da auf jeden Fall drauf, guckt nach, wie schnell sind eure SD-Karten im Auslesen und dann wisst ihr auch, wie schnell euer SD-Kartenreader oder externer SD-Kartenreader sein muss. Der letzte und wahrscheinlich einer auch der allerwichtigsten Punkte ist, dass ihr irgendeine, ich sag jetzt mal, Festplatte braucht, auf der ihr dann am Ende eure Bilder speichern könnt. Ich meine, die wenigsten von euch werden Bilder aufnehmen und einfach sagen, ja, okay, dann lösche ich die halt wieder von der Kamera und schaue sie mir nie wieder an. Ich benutze hier externe SSD-Festplatten. Ihr könnt es aber auch auf eurem Laptop machen oder sogar auf eurem Handy, also das ist ganz unabhängig. Hauptsache, ihr habt einfach den Speicherplatz und gerade bei Laptop und Handy solltet ihr natürlich darauf achten, dass der Laptop oder das Handy nicht zu langsam werden, wenn ihr dann ganz viele Bilder macht. Von daher kann ich jedem nur empfehlen, benutzt externe Speichermöglichkeiten, einfach damit ihr auch nochmal ein Backup habt. Das war es tatsächlich auch schon an so den Zubehör-Essentials, die ich wirklich als essentiell ansehe. Ihr seht auch, das ist eigentlich gar nicht so viel. Und ich sage auch immer, alles, was man da drüber holt, also noch mehr Filter, vielleicht dann doch ein Cage für seine Kamera, das ist alles nice to have, aber es sind halt eben nicht die Essentials, die man braucht. Und da solltet ihr wirklich nicht drauf verzichten, meiner Meinung nach, und da auch manchmal nicht zu viel Geld dabei sparen, weil wie gesagt, es geht darum, dass eure Kamera geschützt wird, es geht darum, dass eure Kamera funktioniert und am Ende auch, dass ihr eine Möglichkeit habt, dann eure Ergebnisse anzuschauen. Von daher kann ich euch nur empfehlen, holt euch die Essentials, die ihr für eure Fotografie benötigt, aber vergesst, sage ich mal, nicht diese grundlegenden Sachen und denkt nicht immer nur an die Sachen, die nice to have sind für eure Kamera und für euer Objektiv. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal, lasst mir ein Like da, aber schreibt mir vor allem in die Kommentare, was eure Essentials sind, die ihr eigentlich immer mitnehmt, wenn ihr fotografieren geht. Sonst, bis zum nächsten Video würde ich sagen, schaut ihr euch mein letztes Video an, in dem ich euch die Einstellungen zeige, die ich bei jeder Kamera mache, wenn ich damit fotografieren gehe. Oder ihr schaut euch das Video zu meinem Camera-Bag an, wenn ihr wissen wollt, was da sonst noch so drin ist. Wenn euch jetzt noch meine Arbeit als Freelance-Fotograf und Video-Editor interessiert, habe ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung den Link zu meiner Website verlinkt. Sonst würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!